Moin ihr Lieben, kennt ihr schon den Zipfelpulli Hannel? Das ist ein echter Hingucker. Ich zeige euch heute, wie er ganz einfach zu nähen ist. Die Zipfel baumeln bei jedem Schritt oder ein wenig Wind hin und her und geben so eine ganz tolle besondere Optik. Der Pulli kann aus Vlies oder Sweat genäht werden und hat eine großzügige Passform, sodass er im Herbst auch mal als Überziehpulli dienen kann. In diesem Video zeige ich euch die Version mit Bündchen und erkläre euch ganz genau, wie der zipfelige Saum ganz einfach zu nähen ist. Dafür müsst ihr natürlich das Vorderteil und das Rückenteil jeweils einmal im Bruch zuschneiden, den Ärmel und ein Ärmelbündchen. Dieses ist im Schnittmuster nicht enthalten, aber das kennt ihr ja von anderen Sweatshirts. Außerdem brauchen wir natürlich noch die Kapuze. In diesem Fall möchte ich sie gefüttert nähen. Das heißt, ich schneide eine zusätzliche Kapuze aus Innenstoff zu. Dabei schneide ich die Spitze leicht abgerundet, damit sie in der Ecke nicht zu prummelig wird. Außerdem brauchen wir natürlich die Einfassung für den unteren Saum. Als erstes nähe ich die Teile der Innenkapuze an der oberen Kante und an der rückwärtigen Kante zusammen, beziehungsweise gleich um die Rundung rundherum. Bei der äußeren Zipfelkapuze nähe ich zuerst die obere Naht, also die, die direkt auf dem Kopf liegt. An der Ecke könnt ihr prima Zipfelchen aus kleinen Jerseystreifen einlegen. Schneidet die ca. 1 bis 2 cm breit und zieht sie einmal lang. Dann legt ihr sie genau an der Spitze ein und näht die zweite Kante der Kapuze, also die Naht, die hinten liegt. Krempelt eine Kapuze auf die linke Stoffseite, steckt beide Kapuzen ineinander und näht nun die vordere Kante zusammen. Nun ist die Kapuze soweit fertig. Steckt sie entlang der Vorderkante ordentlich aufeinander, bügelt sie oder steppt sie noch einmal im Abstand von 1 bis 2 cm zur vorderen Kante ab. In diesem Fall steppe ich sie ca. 2 cm breit ab und ziehe dann in der oberen Mitte noch einen kleinen kurzen Gummizug ein. Nun Vorder- und Rückenteil aufeinander legen und die Schultern zusammennähen. Das kleine Gummi ist mittig in der oberen Kapuze eingezogen und festgesteppt. Die Kapuze ist soweit fertig, die Schulternähte sind geschlossen. Nun kann die Kapuze in den Halsausschnitt gesteckt werden. Klappt dazu Vorder- und Rückenteil auf und steckt die Kapuze fest. Beginnt an der vorderen Mitte. Diese habt ihr euch vom Schnittmuster übertragen. Legt die eine Seite rechts auf rechts an die vordere Mitte, klammert oder steckt sie fest, legt dann die andere Kapuzenseite ebenfalls rechts auf rechts an die vordere Mitte und fixiert sie dort. Die vorderen Kapuzenkanten sollen also mittig gegeneinander stoßen. Diesen vorderen Bereich, ca. 4 bis 5 cm, fixiert ihr mit der Nähmaschine. Näht auf der Nahtzugabe eine kurze Naht. So ist das Einsetzen der Kapuze später einfacher und nichts kann mehr verrutschen. Steckt die Kapuze dann rundherum fest, sie wird dabei nicht gedehnt, sondern sie passt genau an den Halsausschnitt. Acht darauf, dass die rückwärtige Naht der Kapuze auch auf die rückwärtige Mitte des Rückenteils passt und näht sie mit der Overlock oder einem anderen Stich, der etwas dehnbar ist, an. Klappt die Nahtzugabe in den Pulli, also nach unten, und steppt mit einem dehnbaren Stich noch einmal rund um den Halsausschnitt herum. So ist die Kapuze dann gut befestigt.
Wie bei einem ganz normalen Sweatshirt näht ihr dann die Ärmel an, schließt die Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge und näht die Bündchen an. Nun bleibt nur noch der Saum. Dafür habt ihr ja bereits die Jerseystreifen zugeschnitten. Ich schneide sie meistens 2-3 cm länger zu, so habe ich noch etwas Spiel. Der Jersey sollte in der Breite dehnbar sein. Als erstes werden vorne die äußeren und hintern die mittlere Kante eingefasst. Legt den Streifen mit der rechten Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Pullis und klammert ihn oder steckt ihn grob fest. Beginnt mit einer Rundung. Also vorne die äußeren Rundungen oder hinten die mittlere Rundung. Dann fixiert ihr ebenso die anderen beiden Streifen an den entsprechenden Rundungen. Näht die Streifen an die Rundungen. Dabei sollten die Streifen nur ganz minimal gedehnt werden, also fast gar nicht. Ihr könnt sie mit der Overlock-Maschine annähen, aber auch mit dem normalen Geradstich der Nähmaschine, da diese Kanten später ja gar nicht gedehnt werden. So sollte der Saum jetzt bei euch ausschauen. Die äußeren Rundungen am Vorderteil und die mittlere am Rückenteil sind mit einem Streifen versehen. Nehmt nun einen Streifen, klappt ihn nach unten und dann auf die linke Stoffseite zurück. So ist er circa einen halben Zentimeter breit zu sehen, also auf der Vorderseite zu sehen. Steckt oder klammert ihn so fest. Auf der Rückseite steht er etwas breiter über. Darum brauchen wir uns aber im Moment noch nicht zu kümmern. Achtet darauf, dass er den Saum gleichmäßig umschließt, also dass er vorne immer die gleiche Breite hat. Nun wird er einfach von der rechten Stoffseite aus mit einem Zickzackstich mittelweit, mittellang festgenäht. Nehmt eine Nähgarnfarbe in Farbe des Streifens, in diesem Fall habe ich Rot genommen, und näht so, dass die Nadel links knapp neben dem Streifen einsticht und rechts in dem Streifen einsticht. Wenn ihr den Stoff führt, haltet die Rückseite immer schön gerade, dass sie sich nicht einrollt. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ihr werdet sehen, es ist aber ganz einfach. Näht so alle drei Rundungen fest. Die Vorderseite sieht nun schon sehr hübsch aus und auf der rückwärtigen Seite steht der Stoff etwas über. Diesen schneidet ihr knapp neben der Naht einfach ab. Jersey kann nicht ausfransen. Und so ist das kein Problem. Auch die Enden kürzt entsprechend der Rundung ein. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr nicht in die Naht hineinschneidet. Aber der Stoff kann gerne ca. 1 mm über der Naht überstehen. So ist das nicht schwierig. Schon habt ihr die ersten drei Rundungen ganz sauber eingefasst. Für die anderen Bögen brauchen wir jetzt die längeren Streifen. Legt sie ungefähr mittig, da kommt es nicht auf einen Millimeter drauf an, auf eine Rundung, die Stoffe liegen wieder rechts auf rechts und klammert oder steckt sie grob fest. Sie werden jetzt ebenso wie die vorherigen Streifen angenäht. Nach dem Annähen klappt ihr sie wieder nach hinten um und steckt oder klammert sie fest. Wenn ihr sie fixiert habt, merkt ihr, dass noch die Enden überstehen. Das sollen ja später die schönen zipfligen Bänder des Pullis werden. Legt sie ebenso zusammen, wie ihr auch den Streifen um den Pulli genäht habt. Das heißt, die Vorderkante ist einmal eingeklappt, die rückwärtige Kante kann etwas überstehen. Genauso macht ihr es an beiden Enden, also beide Enden eines Bogens. Die Vorderseite einklappen und die Rückseite kann etwas überstehen. Beginnt mit dem Nähen auf der Vorderseite eines Zipfels, näht wieder mit Zickzackstich, näht bis zu der Stelle, wo der Pulli beginnt. An der Ecke könnt ihr auch ein-, zweimal zurücknähen, wenn ihr möchtet, damit die Zipfel sehr gesichert sind. Das empfiehlt sich besonders bei ganz kleinen Kindern.
Näht weiterführend über den ganzen Bogen bis zum Ende des Bogens und näht dann das lose Bändchen auf der anderen Seite ebenso. Ich zeige es euch hier so ausführlich, nicht weil es so schwierig ist, sondern damit ihr euch auch einfach mal traut. Den überstehenden Stoff auf der Rückseite schneidet ihr wieder einfach zurück, auch im Bereich des Bändchens. Dann bringt ihr alle Zipfel ungefähr auf eine Länge und verseht jeden Zipfel mit einem einfachen Knoten. So sollte jetzt euer Saum aussehen. War doch gar nicht so schwierig, oder? Und schon ist der gemütliche Zipfelhoodie fertig. Euer Kind wird ihn garantiert lieben und er wächst auch lange mit. Der Hoodie lässt sich super zu Hosen wie Jeans oder Pumphosen tragen, sieht aber auch ultra süß über Röcken aus. Ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder über die Schulter geschaut habt. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal für mehr Nähtipps und Tricks. Ganz, ganz liebe Grüße und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Nähen. Sabine.